Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, wieder ein kleines Update. Heute ist Dienstag, der 17. März. Wir sind immer noch in Bedburg. Ich war heute Morgen stellvertretend für alle Lebensmittelmärkte bei uns in der Stadt bei Real. Das ist der größte Markt und dort war wahnsinnig viel los. Sie können sich alle vorstellen, warum. Die Lage rund um Corona beunruhigt uns und wir neigen offensichtlich auch dazu, mehr einzukaufen als sonst. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort klotzen im Moment richtig ran. Die kommen früher, die gehen später und die müssen während ihren Schichten wirklich hart arbeiten. Ich finde, diese Mitarbeiter haben unser aller Respekt verdient, weil die im Moment dafür sorgen, dass unser tägliches Leben noch gut funktioniert. Die werden auch weiterhin dafür sorgen. Es gibt auch keinen Grund, um Hamsterkäufe zu tätigen, denn die Sicherung der Lebensmittelkette ist absolut gegeben. Die wird auch in den nächsten Tagen nicht abreißen. Die wird auch in einigen Wochen nicht abreißen. Und deswegen bitte bleiben Sie besonnen, bleiben Sie vor allen Dingen ruhig, wenn Sie einkaufen gehen, bringen Sie den Mitarbeitern Respekt gegenüber und schützen Sie sich und die Mitarbeiter durch die Einhaltung einfacher Hygienemaßnahmen. Halten Sie Abstand, desinfizieren Sie Ihre Hände dort, wo das eben möglich ist. Ja, und bleiben Sie insgesamt einfach ruhig. Wir warten im Moment auf einen neuen Erlass. Es soll ja zu weiteren Einschränkungen kommen. Betroffen davon ist auch die Gastronomie. Demnächst soll es nur noch erlaubt sein, bis 15 Uhr in die Restaurants zu gehen. Danach ist Takeaway und Selbstabholung natürlich noch erlaubt. Alles Weitere leider nicht mehr. Ich denke, es wird auch in den nächsten Tagen immer mal wieder zu kleineren weiteren Einschränkungen kommen. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und ich melde mich wieder, wenn es was Neues gibt.